Hallo ihr Langweiler da draußen und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Und zwar waren wir hier letztes Mal stehen geblieben, wir müssen die Prinzessin retten, bla 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 bla. Und genau, wir gehen jetzt erstmal alle Häuser der Reihe nach abklappern, da kommen wir nur als Minish rüber. Hier können wir uns nicht zu einem Minish machen. Dann schauen wir uns doch mal hier um. Das scheint niemand hier zu sein. Vielleicht sollten wir nicht rein. Okay. Wie wär's mit hier? Nope. Frag mir einen Fein. Der kann auch. Passt sogar super. Gern Hund. Fug. Okay. Schauen wir gleich mal rein. Hier kommen wir auch nur als Minish hin. Ja. Das sieht schon so aus, als könnte man da irgendwas machen, aber anscheinend irgendwie auch nicht. Okay, helfen wir mal kurz, Hühner einzufangen. Eins. Jetzt komm doch her. Okay, wir haben es geschafft. Ups. Schön, wir haben mysteriöse Muscheln. Alten. Hast du keine Angst? Nein. Hallo Bücherei. Auch noch nicht rein. Ups. Hoppala. Bin ich wohl in den Brunnen gefallen? Komm her, du. Kommen wir hier denn irgendwie raus? So jedenfalls nicht. Alt. Okay. Übrigens ist der Brunnen erstmal noch nicht viel. Dann gehen wir erstmal diese komische ominöse Schlange da anschauen. Die war ja ungefähr hier. Was bist du? Oh wow. Okay. Die war cool. Aber ja. Wir müssen immer noch schauen, wie wir weiterkommen. Ich glaube nicht, dass es woanders als in der Stadt weitergehen könnte. Okay, die Tür ist auch verschlossen. Die Tür ist auch verschlossen. Die Tür ist offen und hier können wir uns auch zu einem Minish machen. Boing, boing, boing. Das konnte ich leider nicht überspringen, sonst hätte ich das gern gemacht. Ah.
Okay, aber hier hoch kommen wir nicht. Zumindest nicht, solange wir nicht mit dem Typen geredet haben. Und hier rüber kommen wir auch nicht. Kurzum, lass uns mal mit dem Typen reden. Ja, okay. Er schläft sehr gern. Schon ein Naturtalent, wenn ich sogar im Schlafschuh machen kann. Ja. Irgendwie müssen wir ihn jetzt dazu bringen, dass er die Schuhe da wegkriegt. Aber es ist schon, wir wollen von der Seite rein. Ja. Oh, da will ich hin. Miese. Der lässt uns wahrscheinlich auch nicht rein. Warte mal. Reden ist doch nie falsch. Schnupper schon. Das riecht aber lecker. Kann mir hier mal etwas passieren? Probieren? Frag doch mal. Guten Tag, bring zur Kasse, was du kaufen möchtest. ...60 Rubine. Nehmen wir. Yep, und wir haben ein Glücksfragment gekauft, quasi. Okay. Aber auch da kommen wir als Minischnur rein. Hier missbrauchen wir die Schaufel, glaube ich. Hier können wir auch noch nicht rein. Egal, was die Leute sagen, der Bürgermeister ist ein guter Mann. Okay. Nee, halt, das war auch Bürgermeister. Da waren wir auch schon gewesen. Ah, es ist gerade Unterricht, du kommst hier nicht rein. Schade. Warum bist du denn nicht beim Unterricht? Tja, meine lieben Leute, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, muss ich sagen. Und zack, ein Brief hin, ein Brief her. Okay, hier waren wir auch schon. Hier können wir uns ja auch nicht zu einem Mindisch machen, oder? Nee. Also hier müssen wir rein, von hinten. Das heißt... wir müssen irgendwie da rüber und das... tun wir hier durch. Und... da kommen wir... wie hin? Wahrscheinlich durch einen Brunnen oder sowas, aber da kommen wir ja gerade nicht hin. Ah ja, da war auch verschlossen. Nee. Nicht zweimal, sorry. Dafür reicht unsere Zeit absolut nicht. Aber ich weiß gerade echt nicht. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Also, wir müssen hier in den Süden. Weil der ist uns versperrt gewesen. Glaube ich. Wie ging denn das noch? Lass mich da jetzt durch, Mensch. Wenn ich hier runtergehe. Oh, Moment. Da sehe ich ja was. Das hatte ich gar nicht gesehen. So. Hier brauche ich jetzt wieder mein komisches Schild. Oh ja, wir brauchen die Flasche. Perfekt. So ging das. Gut.
Okay, dann kommen wir jetzt auch wieder weiter. Denn mit der Flasche müssen wir jetzt nur hier hin. Im Zweifelfall hier so die Wasserflasche füllen. Das Ding hier wachsen lassen. Dann können wir hier hoch. Sehr schön. So. Schauen wir, bevor wir da hochklettern, mal hier unten lang. Oh, ich hab doch eine Spinnenphobie. Weiß ich gar nicht, hat Link sowas? Was ist hier drin? Tut mir leid wegen der Nase, ich verkaufe dir auch Bomben. Nee. Braucht man nicht. Noch haben wir genug Bomben. So, dann rein da. Und hoch hier. Oh, die Viecher, die sind nicht nett. Dann muss ich denen jetzt die Eisenmasken runtersaugen. Oder was? Schuppiduppidu. Komm her und friss. Aua. So, dann gehen wir hier raus. Ah. Jetzt fällt es mir wieder ein. Kindchen, wir sollten von oben in diesen Wirbelsturm springen. Hey, habe ich eine gute Einfälle oder nicht? Ich weiß ja nicht. Hallo, roter Schleim, der mir ein ganzes Leben wiederbringt. Also, was ich weiß, ist, jetzt können wir hier so rumfliegen. Dann dürfen wir am besten nochmal hier rein. So, okay. Jetzt sind wir hier. Noch sind diese Fliegen ja relativ schön klein. Aber da können wir nur als Minisch hin. Dann schauen wir mal, was sich hier so alles verbirgt. Gott, ist das eingesaut. Komm, na, ich kann es wieder nicht überspringen. Schade. Ich glaube immer noch nicht, dass der so von Edelstein so rumbouncen kann. Das ist bestimmt nicht das Einzige. Nein! Das wollte ich doch nun wirklich nicht. Danke. Dann versuchen wir zuerst mal hier reinzufallen. Looten erstmal seine Kiste. Die braunen Blumen wachsen, wenn man sie mit Wasser begießt. Die grünen, wenn man sie mit Gongwall-Wasser begießt. Ja. Der Typ will nicht Fragmente vereinen. Dann schauen wir erstmal hier so schön rein. Hallo, ihr unscheinbaren kleinen Fliegen. Oh, das wollte ich ja auch nicht.
So. Oh, schön, Stacheln. Ist ganz vorsichtig hier zu der Kiste. Und noch ein Glücksfragment. Ja, klasse. Für sowas mache ich das alles. Na gut. Alles für Zelda. Aua. Da bin ich wohl etwas übereifrig gewesen. Dann würde ich aber auch sagen, wenn euch die Folge nicht so hart gelangweilt hat, lasst eine Bewertung da und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.